Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super hübsches Intro-Tierchen heute ist eine südliche Madagaskar-Boa, Acranthophis dumerilli. Wirklich wunderhübsche Tiere. Zu meiner Terrarianer-Jugendzeit sozusagen war sowas ein absolutes Traumtier. Schwer zu bekommen, gab wenige, die gezüchtet haben. Mittlerweile werden sie eigentlich recht oder einigermaßen regelmäßig gezüchtet, sind gar nicht mal so schwer zum Züchten, sind aber WA1, also Anhang A WA1, das heißt unter dem höchsten Schutzstatus, das heißt man braucht eine CITES mit Fotodokumentation oder Chip, gechippte Tiere, um die Legalität nachzuweisen. Das ist ein Punkt, wo viele Terrarianer sagen, oh je, auf diesen Mist habe ich keinen Bock, diese CITES zu beantragen und so weiter. Das ist ein Grund, wieso die vielleicht gar nicht mehr so häufig gezüchtet werden, obwohl sie sich doch relativ gut züchten lassen. Ja. Aber wirklich wunderhübsche Tiere, immer brav, umgänglich, eine super hübsche Boa. Thematisch bleiben wir in Madagaskar. Das Thema heute sind diese wunderhübschen Tiere, Madagaskar-Hundskopfboa, sagt man auf Deutsch, Sansinia madagascariensis. Wirklich eine wunderhübsche Boa für Terrarianer oder für eingefleischte Boidenhalter. Schon immer ein Traumtier. Also in den Anfangszeiten meiner Terraristik-Laufbahn vor jetzt circa oder über 30 Jahren, da war sowas eine totale Rarität. Da ist man wirklich durch halb Deutschland gefahren, hat irgendeinen Terrarianer-Freund besucht, um so ein Tier mal in live sehen zu können. Ne? Also mittlerweile hat sich das mit Börsen oder Meetings oder natürlich auch durchs Internet oder so, hat sich das alles verändert. Da fährt keiner mehr wahnsinnig spazieren, wie wir das früher gemacht haben. Aber früher, da war das ein Grund, spazieren zu fahren. Vor circa 30 Jahren gab es sogar relativ viele von den Tieren auf dem deutschen Markt. Da gab es leider so eine Schmuggel-Connection, die Madagaskar einiges hat oder mitgenommen hat auf dunklen Wegen und die in Deutschland verschachert hat. Das hat sich zum Glück seit auch fast 30 Jahren erledigt. Also es waren so 2-3 Jahre, war die Blütezeit dieses Madagaskar-Schmuggels. Ich würde sagen, heutzutage gibt es das unter anderem dank CITES-Papiere. Ne? Die Tiere müssen gechippt sein, die müssen fotografiert sein. Man braucht ein anständiges CITES-Dokument dafür. Das ist sicher ein Grund, wieso dieser Schmuggel gar nicht mehr lukrativ ist und sich damit erledigt hat. Und zum anderen sind die Tiere auch nicht mehr oder bei weitem nicht mehr so teuer, wie sie früher mal waren. Ne? Also es sind Tiere erhältlich für einige hundert Euro und das ist ein Betrag, wo ein Terrarianer aufbringen kann und aufbringt, um ein legales Tier sich zu kaufen. Und deswegen ist dieser Schmugglerei ein Ende gesetzt. Zur Herkunft muss ich nicht mehr viel sagen. Ich habe gesagt, die Tiere kommen aus Madagaskar. Sie haben dort ein relativ großes Verbreitungsgebiet. Im Prinzip fast auf der gesamten Insel leben die Tiere in den Küstenregionen. Es gibt eine westliche Art, das ist diese grüne. Und es gibt eine zweite Art, das ist die braune Sansinia oder man sagt auch Mandarinform dazu, die mehr auf der östlichen Seite bzw. auch im Norden von Madagaskar beheimatet ist. Vom Biotop her ist es ein klassischer Wald-Regenwaldbewohner. Die Tiere selber leben in den Bäumen, also vom Körperbau kann man es vielleicht erkennen. Also es ist nicht so der klassische Körperbau eines Bodenbewohners wie jetzt Python regius oder Tigerpython, sondern man erkennt schon an der relativ schlanken, runden Körperform, dass es ein Baumbewohner ist. Die leben dort in den Bäumen, lauern dort auf Beutetiere. Sicherlich sind Vögel als Beutetiere dabei, aber auch Nagetiere. Und das ist so das klassische Sansinia-Biotop. Irgendwelche feuchten,
humiden Regenwälder, auch ganz interessant, zum Teil sogar bis auf eine Meereshöhe von deutlich über 1000 Meter, also 1200, 1300 Meter Meereshöhe hat man Tiere schon gefunden. Das heißt auch ein entsprechend raues Klima, was da oben herrscht. Kommen wir zu der Größe von den Tieren. Ich hatte vorher gesagt, es gibt die östliche und die, die westliche und die östliche im Prinzip. Beziehungsweise geläufiger unter Terrarianern, die braune und die grüne, so sagt man es eigentlich meistens. Die braune ist die Sansinia madagascariensis volontani und die grüne ist Sansinia madagascariensis madagascariensis. Die grüne bleibt, glaube ich, nach meiner Erfahrung ein kleine Ticke kleiner. Die meisten Tiere, wo man sieht, sind so 1,50 Meter, 1,70 Meter ungefähr groß. Rekordtiere gibt es auch mit über 2 Meter, 2,10, 2,20 sind Rekordgrößen für die Tiere. Gibt es durchaus auch. Die braune, glaube ich, ist vom Schnitt her vielleicht 10% größer, würde ich sagen. Also ich mag mich auch täuschen, ich habe in meinem Leben, anders wie jetzt bei Boas, Königspythons, was weiß ich, wo man Hunderte bzw. Tausende sieht, noch nicht so viel Sansinias in meinem Leben gesehen, vielleicht 50 oder 100 Tiere. Aber mein Gefühl ist, dass die Braunen ein bisschen größer werden, dass die eher so Richtung oder an die 2 Meter rangehen können mit, wie gesagt, Rekordtiere, die auch so 2,30 Meter, 2,40 Meter werden können. Kommen wir zur Terrarienhaltung. Ich habe es vorher schon erwähnt, die Sansinias sind Baumbewohner, laut Haltungsrichtlinie 0,7 mal 0,5 mal 0,7 der Körperlänge. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Jungtier habt mit, sagen wir mal einen Meter, leicht zu rechnen, braucht ein Terrarium 70 breit, 50 tief, 70 hoch. Ne? Ich habe jetzt hier mal symbolisch ein Terrarium aufgebaut, also für Jungtiere in dem Fall bis vielleicht 70, 80 Zentimeter Körperlänge würde das Terrarium reichen. Das heißt, ihr braucht ein Terrarium, das auch in die Höhe geht. Ne? Also nicht wie bei einem Bodenbewohner, wieder typisches Beispiel Königspython oder sowas, wo niedriges Terrarium heißt, reicht, müsst ihr es auch in die Höhe haben. Zum einen eben wegen diesen Haltungsrichtlinien, zum anderen ist das auch toll, weil ihr da einfach verschiedene Temperaturzonen machen könnt. Ne? Ihr beheizt die Sache ja von oben, ne? Ähnlich wie in der Natur auch, die Sonne kommt von oben. Wenn die Tiere weiter hochklettern, wird es wärmer, gehen sie weiter runter, wird es kühler. Entsprechend strukturiert müsst ihr das Terrarium auch machen. Ihr müsst verschiedene Höhen anbieten, irgendwelche Äste als Ablage in verschiedenen Höhen. Hier habe ich jetzt mal ein paar Sachen symbolisch aufgebaut, was eigentlich recht toll ist. Es gibt so ein neues Produkt von Reptisur oder relativ neu, das kann man so biegen. Ne? Das ist so wie so eine Liane, da ist ein Draht drin, könnt ihr biegen, wie ihr wollt. Das finde ich ganz gut, um einfach eine, wie gesagt, verschiedene Etagen im Terrarium aufzubauen. Ne? Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, es gibt so Terrarien, da stehen dann lauter so Stöcke drin im Terrarium. Ne? In jeder Ecke steht so ein Stock und man denkt sich manchmal, was sollen die Schlangen da? Sollen die da schräg am Stock hochklettern oder sowas? Ne? Und mit diesen biegbaren Dingern kann man es ganz gut machen, kann man es unten so reinstellen in die Ecke. Dann, das ist auch ähnliches Produkt hier, nennt sich Dschangelwein. Kann ich ebenfalls biegen, kann ich so verschiedene Kletteräste, unsere Pausenglocke hier, kann ich verschiedene Kletteräste auch reinmachen, mit dieser anderen Liane irgendwie verbinden und wie gesagt dafür sorgen, dass die Tiere auch schöne horizontale Äste haben, wo sie sich drauflegen können. Eine Sansinia ist nicht ganz wie so ein Chondropython, der sich da drüber hängt, wie so eine Traube. Aber die Sansinias, die liegen auf den Ästen oder irgendwelchen Astgabeln zum Beispiel oder Astkreuzungen, wo die sich dann drauflegen. Das mögen die recht gerne. Also beherzigt das und macht dann, wie gesagt, das Ganze noch auf verschiedenen Höhen. Je höher, desto wärmer. Dann kann sich das Tier aussuchen, welches Klima es im Terrarium hat. Als Beheizung empfehle ich euch, wie eigentlich fast immer, so ein Heatpanel. Macht ihr oben an die Terrariumdecke, klebt das einfach dran.
Unten drin habe ich wegen Einstreu habe ich reingelegt, so einen Beutel. Das ist das Supersoft in dem Fall, das Espen Supersoft. Finde ich ganz gut, hält schön die Feuchtigkeit. Macht viel Kunststoffpflanzen rein, dass die Tiere wegen schön Versteckmöglichkeit haben. Würde ich gerade bei solchen baumbewohnenden Tieren wirklich viel reinmachen. Das gibt den Tieren ein Gefühl von Schutz oder sowas. Thermohygrometer ist natürlich auch klar zum Klima überprüfen. Dann könnt ihr, um die Luftfeuchtigkeit besser hochzuhalten, könnt ihr Moos reinmachen. Zum Beispiel in eine Ecke macht ihr einfach so eine Ecke mit feuchtem Moos rein, dass er immer wieder gut nachfeuchtet. Gibt euch ein gutes Klima im Terrarium. Dann könnt ihr es mit so einem kleinen Spotstrahler oder LED-Strahler könnt ihr es noch beleuchten. Den habe ich jetzt hier nicht mit dazu gelegt. Also wenn ihr hier zwei Drittel der Fläche mit Panel voll habt, habt ihr hier noch Platz, macht ihr so einen Spot drauf, dann ist das schön ausgeleuchtet. Ich glaube, auch mein alter Spruch, aber für die Sansinias ist das Licht nicht so wichtig. Die leben eben, wie gesagt, im Regenwald, da ist eh wegen so Dämmerlicht, aber es sieht einfach schöner aus im Terrarium und vom Optischen her macht sich das schöner. Das Terrarium selber könnt ihr verkleiden. Mit den Presskorkplatten zum Beispiel. Also ich würde mindestens eine Seitenwand und die Rückwand oder sogar beide Seiten plus Rückwand mit Presskorkplatten verkleiden. Das gibt zum einen isoliertes Gut, zum anderen werden die Tiere sich auch wohler fühlen, wie wenn es hier in allen Seiten einsehbar ist. Und dann habt ihr wirklich ein schönes Sansinia-Terrarium beieinander. Das Klima im Terrarium hatte ich noch gar nicht angesprochen. Aber ich hatte die einzelnen Etagen angesprochen. Also macht es so zwischen vielleicht ganz unten 25 Grad, ganz oben in Nähe vom Panel wird es dann ungefähr 35 Grad haben. Ne? Also dass ihr da wirklich in dem Terrarium so ein Gefälle habt mit gut 30. Wie gesagt, ganz am Panel wird es Richtung 35 gehen, aber gute 30 Grad. Bis ganz unten auf dem Boden 25 Grad. Auf dem Boden könnt ihr auch entweder Moos in der Ecke oder ihr könnt sogar eine Schlupfbox mit Moos machen. Die legen auch manchmal ganz gern in diese Schlupfboxen rein. Bietet verschiedene Temperaturzonen an. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei den Sansinias. Und in der Nacht fahrt ihr das Ganze ungefähr 5 Grad runter, sprich ganz unten auf 20 Grad gehen, ganz oben vielleicht so 25 Grad. Ne? Das ist, glaube ich, die ideale Nachttemperatur. Dann kommen wir zum Handling von den Tieren. Die Sansinias sind wirklich sehr beißunfreudig, zum Glück. Passt trotzdem ein bisschen auf, die haben recht lange Zähne. Also wenn die beißen, dann tut es weh. Aber sie machen es eigentlich zum Glück so gut wie nie. Also es ist wirklich ein umgängliches, tolles Terrarientier. Die Zucht der Tiere ist die Zucht der Tiere ist relativ schwierig. Ich hatte es ganz am Eingang auch schon angesprochen. Sie werden doch noch relativ selten gezüchtet. Ein Grund wird vielleicht, werden die Temperaturen sein und das große Verbreitungsgebiet. Also wenn man ein Pärchen hat, ist wichtig, dass man ein Pärchen aus dem gleichen Gebiet hat. Ne? Wenn ihr jetzt ein Tier habt, das ursprünglich aus der Küstenregion kommt und wollt es mit einem Tier verpaaren, das ursprünglich, also die Großeltern oder was, von 1000 oder 1200 Meter Höhe vorkommen, dann haben die natürlich verschiedene Temperaturzonen. Also von dem her, wenn ihr Nachzuchttiere habt, ist natürlich ideal, dann wisst ihr das Klima, wenn die zueinander passen, dann denke ich, lassen diese Sansinias sich auch deutlich einfacher nachzüchten. Ja? Wie es, wie gesagt, vor 20, 30 Jahren war, wo Tiere aus der Natur gekommen sind, keiner wusste, was passt zu wem. Ne? Aber jetzt heutzutage, wenn es Nachzuchten sind und die am besten aus der gleichen Linie, dann denke ich, ist die Zucht deutlich einfacher. Vor der Zucht steht die Geschlechtsbestimmung. Das Tolle oder das Einfache bei den Sansinias ist, dass man die gar nicht groß sondieren braucht oder poppen braucht. Es lässt sich relativ gut anhand der Aftersporen unterscheiden. Also neben der Kloake rechts und links haben die Männchen deutliche Aftersporen und die Weibchen haben keine. Also wenn es bei allen Schlangen so einfach wäre, wäre das wirklich eine tolle Sache. Bei den Sansinias ist es tatsächlich so einfach, die mit Aftersporen sind Männchen, die ohne Aftersporen sind Weibchen. Auslöser für die Zucht ist dann die Überwinterung. Im Winter müsst ihr 2 Monate lang fahrt ihr die Temperatur runter, circa runde 5 Grad Terrarientemperatur fahrt ihr runter.
also nachts oder im Prinzip das, was ich vorher als Nachttemperatur angesprochen habe, das könnte als Tagtemperatur machen, so vielleicht 25, 27 Grad am Tag oder Höchsttemperatur und nachts fahrt er runter auf gute 20 Grad. Das 2 Monate lang. In der Zeit würde ich auch kein Futter anbieten. Und dann nach der Winterruhe, wie gesagt, 6 bis 8 Wochen, die Tiere gut füttern. Und dann fangen die in der Regel aus Paaren an. Ja. Und wie alle Boas sind die dann lebendgebärend. Also wenn dann alles gut läuft, habt ihr circa ein halbes Jahr nach den Paarungen. Wenn ihr Glück habt, liegen dann hübsche kleine, by the way, rote Babys im Terrarium. Ja, das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Also die Babys von den Sansinia sind so orange-rot, wunderhübsche Schlangenbabys. Und ich drücke euch wirklich die Daumen, dass euch das gelingt, weil das ist wirklich noch ein absolut aufregendes, spannendes Thema. Noch ein wichtiger Punkt bei den Sansinias ist das Thema Fütterung. Die Tiere haben einen, glaube ich, geringeren Stoffwechsel wie jetzt zum Beispiel Königspütern, Tigerpütern, Kornadern. Deswegen übertreibt es auch nicht mit dem Füttern. Ich denke, ein Abstand von 7 bis eigentlich besser, vielleicht sogar gegen 10 Tage, ist absolut ausreichend für Jungtiere. Größere Tiere oder Männchen noch seltener, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Natürlich ein Weibchen, das ihr züchten wollt. Ich würde sagen, während der Zuchtsaison und in der Zeit, wo sie frisst, beziehungsweise auch nachdem sie die Jungtiere abgesetzt hat, natürlich stärker füttern, sprich so wie ein Jungtier alle 7 bis 10 Tage füttern. Ja. Aber ansonsten auch keine so übermäßig riesigen Beutetiere verfüttern, dass die kurz vorm Platzen sind. Also berücksichtigt, das ist eine Schlange mit einem niedrigen Stoffwechsel, ähnlich wie vielleicht Chondropython oder Corallus caninus, eine grüne Hundskopfschlinge oder sowas, wo man einfach ein bisschen weniger füttert. Dann wie immer zum Schluss der Verweis auf wirklich gute Literatur. Hier der Markus Bohrer aus der Schweiz hat ein tolles Buch gemacht über die Madagaskar-Boas. Da haben auch die Sansinias ihren großen Stellenwert in dem Buch. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Tolles Buch. Wenn ihr Interesse habt an den Tieren, holt euch erstmal dieses Buch. Und wenn das Interesse weiter bestehen bleibt, dann habt ihr sicherlich Spaß mit Sansinia oder Acranthophis und Co. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.